Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie diese Woche aus Flöha. Wir sind zu Gast beim TSV 1848 Flöha und im Gespräch mit Daniel Kästner. Herr Kästner, können Sie für unsere Zuschauer mal den Verein ein wenig vorstellen? Ja, zum Verein könnte man eine ganze Menge erzählen. Ein paar Eckdaten an sich. Wir haben 6 Abteilungen mit weit über 500 Sportlern. Und ich selbst bin aus der Abteilung Leichtathletik und Triathlon. Und wir sind jetzt hier am Sportplatz. Und ja. Ja, es soll heute auch um den Stundenpaarlauf gehen, der im Mai hier in Flöha stattfindet. Aber bevor wir darauf näher eingehen, geht's erstmal nach Wilkau-Haslau. Dort waren wir zu Gast bei der internationalen Rassekatzenausstellung der Mösner Samtpfötchen. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Einen Wauwau gab es am 29. Februar und 1. März nur als Plüschtier in der Muldentalhalle in Wilkau-Haslau. Es dominierten die Samtpfötchen, denn es fand die internationale Rassekatzenausstellung statt, auf die Beine gestellt vom Rassekatzenverein Mülzener Samtpfötchen. Als eingetragener Verein gibt es uns dieses Jahr 20 Jahre. Wir waren vorher 5 Jahre als Ortsgruppe der Feliner tätig. Und es ist unsere 14. internationale Ausstellung und mittlerweile die 10. hier in Wilkau-Haslau. Die fand nicht nur bei den Besuchern eine sehr gute Resonanz. Wir hatten dieses Jahr so viele Aussteller, die angefragt hatten, dass wir weit vor Meldeschluss schon einigen absagen mussten, also weil die Hallenkapazität gibt einfach nicht mehr her. Das ist eigentlich das, was wir in den letzten Jahren, wo die Ausstellerzahlen immer rückläufig gewesen sind, ging es dieses Jahr endlich mal wieder ein bisschen aufwärts. Über 80 Aussteller präsentierten ihre Samtpfötchen. Eins stach besonders ins Auge. Es ist ein enormer Wandel unter diesen Katzenrassen vorhanden. Nachdem wir in den letzten Jahren überwiegend einen Teil Halblanghaarkatzen hatten, haben wir dieses Jahr fast zur Hälfte Kurzhaarkatzen. Es sind das erste Mal bei uns auf einer Ausstellung 22 verschiedene Katzenrassen anwesend. Also so viel hatten wir überhaupt noch nicht. Und davon mindestens 10 Kurzhaarrassen. Gründe, warum Kurzhaarkatzenrassen derzeit hoch im Kurs stehen, könnten sein. Weil sie pflegeleichter sind als die Langhaarkatzen und die Halblanghaarkatzen. Zum anderen, wenn man sich die Kurzhaarkatzen anguckt, zum Beispiel die Bengalkatzen oder die Aussie Cat, die haben einen wilden Ausdruck. Und vielleicht verlockt das jetzt die meisten Züchter oder auch die meisten Interessenten, dass sie diese Katzen sehen wollen. In ein paar Jahren kann das schon wieder ganz anders aussehen, denn die Trends ändern sich. Was zu DDR-Zeiten eigentlich eine der häufigsten Rassen waren, waren die Siamesen. Da haben wir an diesem Wochenende eine einzige, die ist morgen da. Wir haben eine einzige Thai-Katze, das ist praktisch dieser alte Typ Siam-Katzen. Wir haben die Lockenkatzen, die sind eigentlich ziemlich selten auf der Ausstellung. Und wir haben die Orientalen, die sind auch sehr selten auf Ausstellungen, zumindest bei uns hier in der Gegend. Zahlreiche Preise wurden an dem Wochenende vergeben. Zum Beispiel, wenn drei schwarze Perserkatzen da sind, kann ein Preis vergeben werden für die beste der schwarzen Perserkatzen. Es kann aber, wenn 5 verschiedene Perserkatzen da sind, also nicht die gleichen Farben, kann ein Preis vergeben werden für die beste Perserkatze. Dann werden Sonderpreise vergeben, wo die Zuchtrichter sagen, also diese Katze ist super, die hätte auch mit Konkurrenz gewonnen. Und dann zum Schluss, was jetzt gerade durchgeführt wird, ist die Best in Show. Dort werden alle nominierten Katzen, also die Katzen, die von den Zuchtrichtern vorgeschlagen werden zur Prämierung, gegeneinander verglichen. Und zwar machen wir das bei uns so, es gibt 4 verschiedene Haarkategorien, beziehungsweise 3 verschiedene Haarkategorien. Und da wir mehr als 25 Vertreter der Rasse Maine Coon da haben, haben die eine eigene Best in Show. Es gibt also bei uns zu dieser Ausstellung eine Best in Show Maine Coon, eine Best in Show Kurzhaarkatzen, eine Best in Show Langhaarkatzen und eine Best in Show Halblanghaarkatzen. Die Jury war international besetzt. Es kommen 3 Richter aus Deutschland, eine kommt aus Holland und eine kommt aus Frankreich. Die besten Tiere auszuwählen, eine schwierige Aufgabe. Denn Schmuck waren die Samtpfötchen allesamt, zumindest für die Besucher. Die Jurymitglieder interessierten sich für Details.
Also es gibt für jede Rasse Katze gibt's einen bestimmten Standard. Also wie groß dürfen die Ohren sein, wie lang muss der Schwanz im Verhältnis zum Körper sein, wie muss das Fell sein, wie muss die Augenfarbe sein. Und die Katzen werden danach bewertet, inwieweit sie dem jeweiligen Rassestandard entsprechen. Der ausrichtende Rassekatzenverein Mülzener Samtpfötchen möchte auch im nächsten Jahr wieder eine internationale Ausstellung durchführen. Aber ich sag mal, wir haben an Mitgliedern gewonnen. Wir sind jetzt mittlerweile 76 Mitglieder. Aber es werden immer weniger, die mithelfen. Sag mal, es ist schon eine enorme Anstrengung, die Vorbereitung zu einer internationalen Ausstellung. Und dann lastet die viele Arbeit halt auf immer weniger Schultern. Das ist eigentlich die traurige Entwicklung in der heutigen Zeit. Wer Lust hat, den Verein tatkräftig zu unterstützen, ist herzlich willkommen. Vorzubereiten gibt es als nächstes die traditionelle Hobbyausstellung, die wieder im Herbst stattfinden soll. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Jetzt Polsterwochen. Hier finden Sie mehr Wohnideen fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel, wir lieben Möbel. Hier an der Euroakademie in Hohenstein Ernstthal Sozialassistenten, Erzieher und Altenpfleger aus. Also ich habe hier meinen Sozialassistenten schon gemacht, habe mich dann für die Altenpflege entschieden und ja, bin halt hier trotzdem weitergeblieben, weil gerade durch die Pflegeschwestern ist das ja super hier. Es ist halt jeder für einen da. Das ist eine tolle Unterstützung für jeden. Und im Vergleich mit anderen Schulen habe ich festgestellt, also bei uns ist hier schon relativ das Pensum, das Lernpensum hoch und was von uns verlangt wird und wirklich gute Lehrer und gute Ausbilder. Es fließt ineinander über, weil die Theorie gibt mir Anhaltspunkte, in der Praxis setze ich es um. Ich bin der Meinung, dass unsere Schüler die Schule verlassen und Verantwortung übernehmen können, dass sie hier in einer hohen Qualität ausgebildet werden. Die meisten Lehrer haben ja auch selber schon in dem Beruf gearbeitet und haben dadurch auch relativ viel Praxiserfahrung. Als Pflegehilfskraft einfach nur so rumzudaudeln wollte ich auch nicht, wollte natürlich auch noch mehr machen dürfen und das mache ich eben dann mit der Ausbildung. Wir haben sehr viel berufsbegleitende Ausbildung hier im Hause. Es geht dann danach schon weiter hier an der Euroschule mit Praxisanleiter, Pflegedienstleiter. Bei den Erziehern bieten wir demnächst eine berufsbegleitende Ausbildung an. Das ist gerade in der Entwicklung. Ich denke mal, ab dem nächsten Jahr wird das so sein. Unsere Organisation tut also auch sehr viel dafür, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind.
Wir sind wieder zurück beim TSV 1848 in Flöha. Und Herr Kästner, es geht ja um den Stundenpaarlauf im Mai. Wann findet der genau statt? Der findet am 15. Mai statt. Das ist ein Freitag und da geht es ab 16 Uhr los. Was muss man sich denn unter dem Paarlauf so vorstellen? Ja, so wie es der Name schon sagt, es muss ein Paar sein, männlich, weiblich oder nur männlich oder nur weiblich, ist erstmal egal. Und Bedingung ist, eine Runde laufen zu können und dann ist der Partner dran. Aha, und was gibt es sonst noch so für Regeln oder für Altersklassen? Also wir haben rein für die ganz kleinen Bambinis eine kürzere Strecke, die geht auch nur 15 Minuten lang. Da müssen sie dann im Pendelverkehr rund 100 Meter rennen. Und für die etwas größeren gibt es dann die Variante mit 30 Minuten Rennen im Partnerbetrieb oder die lange Variante mit 60 Minuten. Ja, und bevor Sie noch mehr zum Stundenpaarlauf hier in Flöha erfahren, geht es erstmal weiter mit den Wochensplittern. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Die Autos vor dem Gerätehaus der Feuerwehr Limbach ließen vermuten, dass drinnen irgendetwas vor sich geht. Und tatsächlich, der Gemeindewehrleiter Sven Büchner sowie Limbach-Oberfronas Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel begrüßten Vertreter der Ortswehren. Zu Gast war außerdem der Kreisbrandmeister Alexander Löchel. Der Anlass, die Übergabe von 3 niegelnagelneuen Autos. Und ich wünsche natürlich auch hier allen Kameradinnen und Kameraden immer eine gelungene Einsatzfahrt, aber auch eine Heimfahrt und immer viel Spaß mit den Fahrzeugen, sowohl bei den Einsatzdiensten, bei den Einsätzen, als auch bei den Wettkämpfen. Da gucke ich jetzt gerade mal nach Bräunsdorf und Kaufungen, die da sehr stark hier im Landkreis und sachsenweit auch vertreten sind. Die Schlüssel übergeben durfte der Oberbürgermeister. Neu im Feuerwehrfuhrpark sind 2 Mannschaftstransportwagen, und zwar für die Ortswehr Limbach und Kaufungen. Und für unser Einsatzführungsteam brauchen wir natürlich einen Kommandowagen. Und der musste ersetzt werden, und das ist das dritte Fahrzeug, das wir jetzt neu beschafft haben. Natürlich alle 3 Fahrzeuge jetzt in einem zeitgemäßen Zustand, vernünftig ausgerüstet und eine deutliche Verbesserung für die beiden Wehren und für das Einsatzführungsteam. Und ich freue mich ganz sehr, dass wir die heute hier in Dienst stellen können. Die neuen Fahrzeuge zu inspizieren, brauchten sich die Mitglieder der Wehren nicht lange bitten lassen. Probesitzen und Ausprobieren war angesagt. Am Auto und an Bord alles, was benötigt wird. 52.500 Euro kostet der Kommandowagen, 51.500 Euro ein MTW. Natürlich ein Teil finanziert das von der Stadt, ein Teil finanziert vom Freistaat Sachsen, so ungefähr hälftig. Und wir freuen uns, dass wir einfach die Fahrzeuge jetzt hier in Empfang nehmen können. Diese Anschaffung wird nicht die letzte gewesen sein. Wir haben hiermit eigentlich schon einen Startschuss mal gesetzt für ein relativ großes Investitionsprogramm. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten, so bis Frühjahr 21, also in den nächsten 12 Monaten, noch 2 Löschfahrzeuge, 1110, 1120, für die Ortswehren Rußdorf und für die Ortswehren Oberfrona beschaffen. Und dann im Frühjahr nächsten Jahres kommt unsere neue Drehleiter, unsere größte Investition. Die muss also dringend ersetzt werden. Da investieren wir ungefähr 740.000 Euro. Und ja, die 3 Fahrzeuge, das sind euch mal ein ganz schöner Batzen Geld, aber natürlich auch notwendig, damit wir unsere Kameradinnen und Kameraden immer mit dem besten Maschinenpark, den besten Fahrzeugen in den Einsatz schicken können. Die große Kreisstadt Limbach-Oberfrona hat 9 Ortswehren. Das ist historisch bedingt. Limbach-Oberfrona sind ja vereinigt worden als Städte, haben natürlich eigene Ortswehren gehabt, Rußdorf auch. Und dann sind über die Eingemeindungen noch insgesamt 6 Ortswehren dazugekommen, die wir natürlich alle erhalten haben. Erstens brauchen wir sie in dem relativ großen Stadtgebiet, um die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Und weiterhin dienen die natürlich auch der Traditionsbindung in den Ortsteilen. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt in einigen Einsätzen und jetzt in den letzten 2 Jahren wieder gemerkt, wir benötigen alle 9 Ortswehren. Und ist natürlich dann
ein großer Mannschaftsstamm, das ist ja schön, ne? Darauf können wir uns natürlich abstützen, aber wir müssen entsprechend die Fahrzeuge noch beschaffen und die Gerätehäuser in Ordnung halten. Das ist für die Stadt natürlich schon eine Aufgabe, aber bisher haben wir sie ganz gut gelöst. Die Mitglieder der neuen Ortswehren sind ehrenamtlich tätig. Ich habe sicherlich im Vergleich auch zu anderen Gemeinden, wir sind da sehr gut aufgestellt. Wir haben einen hohen Anteil an Einwohnern, die tatsächlich als Freiwillige, als Kameradinnen und Kameraden in Ortswehren dienen. Also das ist schon mal lobenswert. Wir haben auch einen sehr hohen Anteil an Jugend- und Kinderfeuerwehr. Uns ist also jetzt gelungen, in fast allen Ortswehren auch eine Kinderfeuerwehr aufzubauen. Und ich möchte hervorheben, dass wir auch sehr viele Kameraden haben, die sich eben in der Einsatzführung engagieren und dort ihre Freizeit investieren. Damit ist die Feuerwehr Limbach-Oberfrohna nicht nur in Sachen Quantität, sondern auch in Sachen Qualität sehr gut aufgestellt. Am Samstag die wenigsten früh auf Arbeit müssen, durfte man Mut zur Hässlichkeit am Freitagabend im Hohenstein-Ernsthaler Rathaus erleben. Mit Musik, die man nicht unbedingt bei Konzerten im Rathaus zu hören bekommt. Gute Seite! Auf die gute Seite! Naja, das war mal was anderes, ne? Ich meine, wir sehen es ja bei den Rathauskonzerten, da ist ja mehr so dann das ältere Publikum da. Wir sind ja froh, dass mal ein paar junge Leute kommen und sich das mal antun. Wir haben ja gesehen, viele Kinder waren auch da und die hatten Spaß. Und das soll ja so sein für die ganze Familie halt, ne? Es war kein gewöhnliches Rathauskonzert. Es fand zur Umrahmung der Ausstellungseröffnung am 28. Februar statt. Andreas Tittmann zeigt unter dem Titel Live in Konzert Fotografien, die bei verschiedenen Konzerten entstanden. Eine Veranstaltungs- und Ausstellungsfortsetzung, die genauso gut ankam wie die Auflagen zuvor. Ja, ich habe mich wieder ganz toll gefreut, dass so viele Leute da waren. Und es war ja nur die dritte Auflage. Das ging ja wann ging es los? Vor 15 Jahren? Genau. Und das war damals schon eine schöne Veranstaltung und ich hoffe, wir haben uns ein bisschen gesteigert und es macht einfach Spaß hier, dass so viele Leute gekommen sind und auch Spaß haben an der ganzen Geschichte. Und das freut mich halt und ich freue mich auch, wenn die Fotos gefallen, aber die Musik ist wichtig, mir jedenfalls. Der Chef des Hauses, der Oberbürgermeister Lars Kluge, öffnete gern die Türen für die Fotokunst und Musikkunst Interessierten. Ja, also ich bin natürlich begeistert. Wir haben ein Rathauskonzert und eine Ausstellung von Kunst im Rathaus zusammengefasst. Hat heute ganz viele Gäste da, mal ein ganz anderes Publikum, genau. Also wirklich bunt gemischt. Und ich glaube, die Stimmung war fantastisch. Tolle Bilder, tolle Gäste, tolle Stimmung, so soll es sein. Ja, und es geht ja noch weiter, wir sind ja noch nicht am Ende. Wir müssen einfach mal raus! Jetzt alle raus! Konzertfotos hat Andreas Tittmann noch eine ganze Menge in seinem Archiv. Es werden mit Sicherheit noch viele hinzukommen. Es könnte also noch eine weitere Auflage von Live in Konzert geben, oder? Naja, ich sag mal, wenn ich durchhalte. Also wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Ja, wir haben mit dem Andreas jemanden, der ein sehr guter Partner auch der Stadt ist, der viel in der Stadt macht. Die Fotos sind toll und ich glaube, alle 5 Jahre kann man auch wirklich mal was echt Verrücktes machen. Ja, und da ist genug Zeit, neue Fotos zu machen und es sind ja auch ein paar Ältere dabei, muss man ja auch so sehen. Man kann ja nicht mehr bloß das Neue bringen, es sind ja auch so viele schöne Sachen, die ich immer noch entdecke, die ich selber noch gar nicht so gesehen hatte in den ganzen Wust, was ich immer gemacht habe, aber... Ist schon schön, mal so die Ergebnisse zu zeigen von der Arbeit. Ist ja auch viel Arbeit, sagen wir mal so. Neben der Band Mut zur Hässlichkeit musizierten ebenso Melanie Mau und Martin Schneller im Rathaussaal. Allerdings etwas leiser. Die jetzige Ausstellung kann man noch bis 26. Juni zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigen.
In der alten Baumwolle Flöhr erklang am 29. Februar Akkordeonmusik. Das Akkordeonorchester Fisarmonika veranstaltete im Stadtsaal sein Jahresauftaktkonzert. Sonst fand das im Januar statt. Für den späteren Termin entschied man sich, um mehr Vorbereitungszeit zu haben. Der andere Grund war der 29. Februar. Ein besonderer Tag, weil es den nur alle 4 Jahre gibt. Rund 150 Zuhörer lauschten dem Ensemble, das einen bunten Musikmix präsentierte. Es erklang Filmmusik und ebenfalls berühmte Melodien aus Schlager, Pop und Rock. Nicht zu vergessen die richtigen Klassiker, wie dieser Walzer von Schostakowitsch. Ein beeindruckender Musikabend, für den das Publikum viel Applaus spendete. Wer das Grüne Gewölbe in Dresden ausraubte, wissen jetzt zumindest die, die am 29. Februar zu Gast im Albert-Schweitzer-Gymnasium in Limbach-Oberfrohna waren. Die Chemieexperten der 12. Klasse zeigten, wie sie es anstellten. Echt spektakulär oder ganz einfach naturwissenschaftlich. Mit roten Signalleuchten, Rauchbomben, Unterwasserfackeln und Schneidbrenner. Die Flucht nach dem Raub war auch nicht ohne. Mitgenommen wurde allerlei Glitzerzeug. Abgesehen hatten es die Räuber allerdings nur auf ein einziges Ding, die oszillierende Joduhr. So, das war unsere Vorstellung. Vorstellungen gab es noch mehr an diesem Tag, denn das war der Tag der offenen Tür. Experimentiert wurde ebenso im Physikzimmer, mit dem Hinweis an die Zuschauer, die Experimente daheim nicht nachzumachen. Wenn es funktioniert. Im Fachkabinett Biologie durften die Besucher sich selbst ausprobieren. Neben den einzelnen Unterrichtsfächern wurden zum Tag der offenen Tür auch die verschiedenen Ganztags- und AG-Angebote vorgestellt. Zum Beispiel gibt es das Angebot Nähen. Neben Deko für verschiedene Anlässe können die, die fit auf dem Gebiet sind, sich ihre eigene Garderobe schneidern. Gut angenommen wird auch das Angebot Schulsanitäter, das vom ASB Chemnitz unterstützt wird. Unterstützung gibt es außerdem vom Förderverein des Gymnasiums, der schon so einige Projekte anschob und mit finanziellen und materiellen Mitteln sowie Arbeitseinsätzen verwirklichte. Ein nächstes großes Projekt, das die Stadt Limbach-Oberfrohna umsetzen wird, ist der Bau einer neuen Turnhalle, weil die derzeit vorhandene zu klein ist. 5 Millionen Euro sollen 2020/21 investiert werden. Der Baustart wird erst nach Eingang des Fördermittelbescheides festgelegt. Das Architekturbüro Kurt aus Heinischen hat für den Gebietswanderweg Talsperre-Griebstein im Auftrag der Stadt Mittweida eine Bestandserfassung und eine Bewertung der Zustände der Wege durchgeführt und sieht grundsätzlich Handlungsbedarf. Stefanie Sobotka, die Landschaftsarchitektin, stellte in der letzten Sitzung des Mittweidaer Stadtrates die Wanderwegkonzeption für dieses Gebiet vor. Dabei unterteilte sie die mehr als 30 Kilometer lange Strecke in 6 Abschnitte. Ich muss dazu sagen, bei dem Handlungsbedarf, den ich nachfolgend jetzt in einzelnen Abschnitten zuordne, ist prinzipiell immer ähneln die sich sehr. Es geht hier hauptsächlich um die Absturzsicherung, die Erneuerung von Stufen von in den Jahren gekommen sind zu enden. Umgestürzte Bäume, baufällige Geländer und Treppen, auf das und noch mehr weist die Wanderwegskonzeption des Heinischer Architekturbüro Kurt hin. Dringender Handlungsbedarf besteht auf dem Gemssteig, der unterhalb des Raubschlosses in den Ort Ringetal führt. Der Weg ist seit Jahren gesperrt und wird es vorerst auch bleiben. Oberbürgermeister Schreiber griff das Thema in der Sitzung schon vorher auf. Eigentlich sollte der Gemssteig in diesem Jahr vor der Wandersaison instand gesetzt werden. Das Ergebnis der Begehung bezeichnete Schreiber als ernüchternd und begründete das. Es war ursprünglich geplant, dass die Blockhundsteine dort abgebrochen werden, dass hier zwischen die
Bäume, Balken etc. setzen, um die Steine nicht willkürlich in den Fluss abgleiten zu lassen und dann zur Trümmern abtransportieren. Der Termin war sehr ernüchternd. Wir haben dort festgestellt, dass die Verwerfungen in Dimensionen da sind, und zwar so, dass wirklich die Steine wackeln und jederzeit in die Schotter fallen können und den Hang runterrutschen können und zusätzlich auch den Weg zerstören können, sprich den Grenzsteig, der für die Wanderer normalerweise da ist. Die Beseitigung der Gesteinsabgänge wird aus technischen Gründen erst mit dem Absenken des Wasserspiegels der Talsperre möglich. Das soll voraussichtlich 2021 erfolgen. Bis dahin bleibt der Weg weiter gesperrt und die Gefahrenstelle soll im März auch auf dem Wasser gekennzeichnet werden. Stefanie Sobotka benannte erforderliche Arbeiten für das Jahr 2020. Die Erneuerung, Handläufe, Geländer, Treppenanlagen, Stufen, Sitzbänke am Pfaffenstein, der Via Mala Schmatzelhöhe im Auengrund sowie den Wappenfelsen mit der Besonderheit Geländer mit Wappen und einer Infotafel. Als Maßnahmen für die folgenden Jahre nannte sie den Bau der Ersatzbrücken Via Mala und Auensteig mit Planung 2020. Weiterhin die Anlegestelle für Paddler und wegbegleitende Bepflanzung, Aufforstung, Gitterroste und Stege, Beschilderungen und Schutzhütten, Herrichten der Wege. In der Diskussion erörterten die Stadträte das Konzept und seine Umsetzung, sprachen sich aber für eine Instandsetzung aus. Ortschaftsrat Benno Fischer bemängelte, dass die Ortschaftsräte nicht in die Erstellung der Konzeption einbezogen wurden. Die Wegewarte werden dort, wo es möglich ist, die Schäden beseitigen, aber es sollen auch Arbeiten wie das Anbringen von Geländern durch Fachfirmen ausgeführt werden, erklärte der Oberbürgermeister. Auch mögliche Rückbauten im Sinne von Kosteneinsparungen schloss der Beigeordnete Holger Müller nicht aus. Die vorgelegte Wanderwegskonzeption dient als Grundlage, um Fördermittel aus dem Programm kleinere Städte und Gemeinden zu generieren. Die Kostenberechnungen laufen. Seit Oktober 2017 besitzt die Stadt Limbach-Oberfrohna ein eigenes mobiles Geschwindigkeitsmessgerät, das auf Beschluss des Stadtrates erworben wurde. Vorher war ein gemietetes im Einsatz. Nach einer intensiven Schulung der Mitarbeiter des Vollzugs wird nun seit 2 Jahren mit dem eigenen Gerät der Verkehr, besonders an Kitas, Schulen und Senioreneinrichtungen, überwacht. Über den Einsatz der Technik und die Messergebnisse informiert er am 27. Februar bei einem Pressegespräch Thomas Luderer, der Fachbereichsleiter für Ordnungsangelegenheiten. Vielen Autofahrern dürften in Limbach-Oberfrohna die Smileys, sprich Messstellen, aufgefallen sein. Also ich hatte es ja schon mal vor 2 Jahren berichtet, dass wir hier relativ systematisch vorgehen, dass wir also unsere Messstellen sind alles Gefahrenpunkte. Entweder sind es Unfallhäufungsstellen oder es sind Tempo-30-Zonen oder es sind andere Zeichen, Achtung Fußgänger zum Beispiel, wo wir also Messstellen einrichten. Diese werden von uns überwacht, zum einen Teil mit einem Verkehrsdatenerfassungsgerät. Das ist so ein schwarzer Kasten, da hängt da an den Verkehrszeichenträger zum Beispiel, den sieht man so nie, da misst also wie viele Fahrzeuge durchfahren und die Geschwindigkeit. Wenn mehr als 7% der Autofahrer die Geschwindigkeit überschreiten, bleibt es nicht bei den Smileys, sondern man geht in die aktive Messung. Bislang hatte die Stadt ein Verkehrsdatenmessgerät. Also schwarzer Kasten, da haben wir jetzt im Doppelhaushalt einen zweiten angemeldet. Wir haben bislang 2 Smileys gehabt. Jetzt für den kommenden Haushalt so gestaltet, dass es dann mal am Ende 3 werden, die wir also mobil einsetzen können. Und wir haben an 3 Stellen in Limbach-Oberfrohna Smileys fest installiert. Die sind in Kaufungen und in Pleiser installiert. Das sind Stellen, da wird vor allen Dingen nach Auswertung in den Abend- und Nachtstunden wirklich schnell gefahren. Das sind jetzt keine Stellen, wo allzu viele Fahrzeuge durchkommen, wo man vielleicht auch tagsüber, ich habe mal geguckt, so 12-13% Verstöße hat. Aber das nimmt in den Abend-, Nacht- und Morgenstunden deutlich zu. Und vor allen Dingen ist es so, es sind wenige Fahrzeuge,
Und es werden dort sag ich mal, Geschwindigkeiten gefahren, wo man im Fahrverbot liegt. Das würde bedeuten, ich muss ja schon mal auf einer 30er Zone eine 60 fahren. So. Und das dauerhaft zu überwachen oder im Jahr 12, 14 Mal aktiv, da ist Gerät, Mannschaft und Zeit irgendwo knapp. Was die Auswertung der Messung betrifft, kann Thomas Luderer sagen. Also insgesamt sind wir zufrieden mit den Auswertungen. Also zufrieden, weil es eine positive Reaktion Richtung Sicherheit gibt. Ich würde jetzt einfach mal immer das, was man vielleicht fühlt, aber hier haben wir direkte Daten. Ich kann die Daten jetzt von, nenne ich, das ist rein nur die aktive Messung. Also wenn wir mit dem Blitzgerät dort gestanden haben, da hat es also mehrere Male eine Messung gegeben vor der Grundschule in Braunsdorf. 6,1% sind sie schnell gefahren. An der Kita Bleiser waren das 12,3, schon ein Stück drüber. Die Kita an der Waldenburger Straße sind 7,1. Dann die Grundschule hier, Thomas Münzer, dort waren es 4,5, also alle Messungen im Durchschnitt. Kita Spatzennest 7,6. Aktiv gemessen wird auch an Unfallschwerpunkten, zum Beispiel Richtung Autobahnanschlussstelle A72 bei Hartmannsdorf. Trotz der Herabsetzung der zulässigen Geschwindigkeit auf 50 km/h blieb es ein Unfallschwerpunkt. So, deshalb wurde jetzt in Zusammenarbeit mit Unfallkommission, also mit Polizei, Straßenverkehrsbehörde, kam man auf uns zurück, dass wir vielleicht auch dort mehr in die aktive Messung mit reingehen. Wir haben das dann letztes Jahr in Angriff genommen. Ich war selber mit vor Ort und regelrecht erstaunt. Also da brauchen wir nicht lange, damit man 100 Leute sozusagen geblitzt hat. Wir haben im Durchschnitt dort an der Stelle 29,9% Vergehen. Das variiert aber zwischen 20 und 38. Je nachdem, Tageszeit. Wir haben dann auf dieser Straße weiter vorne Höhe Bahnhofstraße Kendler. Das ist so ein Achtung Fußgänger. Dort liegen wir ungefähr bei 25% der Überschreitung, was also auch wieder stark variiert. Und der dritte Schwerpunkt, sage ich mal, wäre dann in der Innenstadt der Albertstraße. Und dort haben wir 38%. 2019 wurden 170 Messungen durchgeführt. Bei aktiver Messung sind 43.534 Fahrzeuge durchgefahren. Und nach Abzug aller Toleranzen waren 4.564 zu schnell. Das sind rund 10,5%. Aber über alle Ortschaften hinweg. Bei Höchstgeschwindigkeit 30 km/h war ein Verkehrsteilnehmer mit 77 km/h unterwegs. Und bei Höchstgeschwindigkeit 50 km/h war ein anderer mit 103 km/h unterwegs. Die 50 steht dort nicht ohne Grund, weil es immer wieder welche mit Sach- oder Personenschaden bezahlen und sich niemand an die 50 hält. Es ist immer derjenige, auch wenn dann der Bußgeldbescheid vielleicht ein bisschen ärgerlich ist, aber es ist ja derjenige selber in der Lage, in einem Lenkrad. Und wir tun ja niemanden übergebührend belagern. Ja, wir haben hier auch ein Konzept, das kann ich jederzeit deutlich sagen. Und im Straßenverkehr ist es Fairness. Und Fairness gegenüber denen, die die Schwächeren sind. Ja, das sind Tempo 30, die Schüler, das sind die Alten, das ist der Fußgänger und das ist faktisch auch der Radfahrer. Deshalb gibt es auch angeordnete Verkehrszeichen, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Gleiche mit Parkflächen. Und wenn dort eine Zeitbegrenzung ist, wenn dort ein Behindertenzeichen dran ist, dann dient das einem bestimmten Zweck. Und dann sollte man sich halt auch dran halten. Sachsens Ministerpräsident und die Bundeswehr luden am 4. März zu einem Pressegespräch nach Frankenberg in die Wettiner Kaserne ein. Anlass? Im Frühjahr 2020 findet in Europa eine große Militärübung mit rund 37.000 Soldaten aus 18 Nationen statt, wobei Deutschland logistische Drehscheibe und Transitland ist und weiter sein wird. Hunderte Militärfahrzeuge
zumeist Lkw, werden dabei durch das Land rollen. Der Hauptzeitraum dieser Verlegung, vorwiegend der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, die zum Teil aus Europa oder aus Übersee kommen, reicht von Februar bis Mai 2020. Der Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte: Wir halten als sächsische Staatsregierung diese Übung für notwendig und wir sind dankbar für die große Gastfreundschaft hier in Frankenberg. Wir sehen, dass es hier eine große Unterstützung für die Bundeswehr gibt. Wenn es um diese Großübung geht, fällt immer wieder das Stichwort Russland. Ich habe in den vergangenen Monaten und Jahren mich immer wieder eingesetzt für ein gutes und positives Verhältnis zu Russland. Wir werden in diesem Jahr mindestens zweimal nach Russland fahren, mit den politisch Verantwortlichen in der Regierung sprechen, Petersburg wie in Moskau. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir diese gemeinsame Übung und diese gemeinsame auch Zusammenarbeit in der NATO haben. Warum? Weil Sicherheit nur dann gewährleistet ist, wenn man eine eigene Stärke hat, wenn man eine eigene Möglichkeit hat, sich zu verteidigen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Botschafterin, dass Sie zu uns gekommen sind. Weil die Wahrnehmung in Lettland eine andere ist als zum Beispiel in Sachsen. Die lettische Botschafterin Inga Skučina führte aus: Seit 2008 und spätestens seit 2014, es ist leider so, dass kriegerische Bedrohungen von staatlichen Akteuren wie die russische Überfalls auf Georgien oder von staatlich geführten, nicht staatlichen Akteuren, wie es seitens Russland in der Ukraine der Fall ist, wieder ernst zu nehmen sind. Die Übung Defender 2020 oder 2020 sowie andere dienen genau dem Zweck der Bereitschaft, damit wir mental und physisch in die Lage sind, Landesverteidigung durchzuführen, sollte es dazu kommen. Mit der Großübung will man sehen, wie unsere Zusammenarbeit in der Praxis funktioniert, wie die Mobilitätsfähigkeit der Streitkräfte aussieht und was die Möglichkeiten unserer Infrastruktur sind. Der amerikanische Generalkonsul Timothy Edelnant betonte, dass Defender zwar eine US-geführte Übung, aber kein Alleingang der Amerikaner ist. 18 Nationen beteiligen sich an Defender, um zu zeigen, die NATO ist einsatzbereit. Für die USA bedeutet Defender die größte Verlegung von US-Streitkräften nach Europa seit mehr als 25 Jahren. Der Generalkonsul führte weiter aus: Mit Defender leisten die USA ihren Beitrag zur Erfüllung von Zielen, die die NATO-Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt haben. Auf den NATO-Gipfeln 2014, 16 und 18 haben sie beschlossen, die Einsatzbereitschaft der NATO-Truppen in Europa sicherzustellen und damit eine glaubwürdige Abschreckung aufzubauen. Die Übung richtet sich dabei nicht gegen ein bestimmtes Land. Sie soll die Verlegung großer Truppenverbände trainieren, um auf jegliche Art von Krise reagieren zu können. Der Brigadegeneral Hartmut Renk, Chef des Stabes der US-Armee Europorp, in Bezug auf die Großübung hervor: Das Ganze dient der Abschreckung für Europa und für die Sicherheit Europas. Grundlage dieser Verlegung sind die NATO-Gipfelentscheidungen der Jahre 2014, 2016 und 2018. Dort wurden entsprechend auch politisch, auf höchster politischer Ebene diese Dinge beschlossen und wir setzen das jetzt militärisch um.
In der zweiten Märzhälfte und Ende April sind Truppentransporte durch den Freistaat Sachsen geplant, die überwiegend in den Nachtstunden auf der A72, der A4, der B115 und der B156 stattfinden sollen. Um Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr zu minimieren, werden Kampfpanzer und andere schwere Fahrzeuge per Bahn transportiert. Ausgeladen wird das Gerät zurzeit an verschiedenen Nordseehäfen. Die Frage, warum muss man an der Nordsee ausladen, wenn man in Polen üben möchte, die ist ganz einfach zu beantworten. Die weiträumige Verlegung ist Teil der Übung. Wir wissen nicht in einem möglichen Krisenszenar, welche Häfen nutzbar wären. Und deshalb müssen wir die weiträumige Verlegung üben können. Natürlich wäre es für alle Beteiligten einfacher und kostengünstiger, in einem polnischen Ostseehafen auszuladen, den kürzesten Weg zu einem polnischen Übungsplatz zu verlegen, um dann dort zu üben. Das würde aber diesen wichtigen Aspekt einer langfristigen weiträumigen Verlegung nicht beinhalten. Und deshalb müssen wir das so machen. Die Aufgabe der Frankenberger Kaserne. Etwa ab Mitte April werden wir hier zunächst 20 Soldaten der amerikanischen Streitkräfte hier in der Kaserne zu Gast haben. Logistiker, die mit uns zusammen die Unterstützungsleistung vorbereiten werden. Wir werden dann im April an 4 Tagen, immer in den späten Abend, frühen Nachtstunden, etwa 150 Fahrzeuge und die Besatzungen hier in der Kaserne zu Gast haben. Hier wird getankt. Die Amerikaner bringen ihren eigenen Betriebsstoff mit. Und natürlich, von unserer Seite gibt es noch eine Tasse Kaffee obendrauf. Vom Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37, Brigadegeneral Gunnar Brückner, war zu erfahren, in 2022 wird meine Brigade Teil von Defender 2022 sein. Ich schaue mit der Brigade also jetzt schon sehr aufmerksam auf das, was bei Defender 2020 passiert. Das geschieht dann schon mit dem Blick auf die Vorbereitung meiner Brigade als Teil der NATO-Feuerwehr 2023, VJTF Land 2023. Und darüber hinaus wissen Sie natürlich auch, dass ich gerade mit dem Blick auf das, was in Polen und im Baltikum passiert, ein besonderes Interesse habe, denn ich stehe zurzeit wieder mit rund 650 Soldaten in Litauen bei Enhanced Forward Presence im Einsatz. Also das, was sich hier in den nächsten Wochen abspielen wird, ist für uns Normalität, ist Teil unseres Tagesgeschäfts und mit Blick nach vorne werden wir in Zukunft noch sehr viel stärker daran beteiligt sein, als das heute schon der Fall ist. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Ja, der Stundenpaarlauf im Mai hier in Flöhr. Wie sind denn da die Gegebenheiten dann vor Ort hier so für die Besucher und für die Teilnehmer? Also für die Teilnehmer gibt es beste Bedingungen. Wir haben seit letzten Sommer einen nagelneuen Tartanbelag hier auf der Laufbahn. Und im Hintergrund ist der große Umkleidebereich, der vorwiegend eigentlich für die Trainingslager und für die Fußballer genutzt wird. Dort gibt es dann die entsprechenden auch Duschmöglichkeiten. Und gleichzeitig haben wir hier ein sogenanntes Sportcasino, was dann an dem Tag auch noch für das leibliche Wohl sorgt. Und in welchem Zeitfenster findet das dann alles statt hier?
Ja, Beginn tun wir ja um 16 Uhr mit den Bambini-Läufen. Um 17 Uhr ist dann der Lauf für die 30 Minuten mit anschließender Auswertung. Und um 18 Uhr starten wir mit dem Stundenlauf. Der geht natürlich bis 19 Uhr und dann im Anschluss Siegerehrung und Preisvergabe. Das klingt schon mal spannend. Und bevor Sie erfahren, wie Sie sich hier für den Stundenpaarlauf anmelden können, lassen wir unseren Sachsenmeier erstmal noch zu Wort kommen. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flüha. Ach nee, was es sich immer wieder... hallo. Nee, was sie sich immer wieder ausdenken, hä? Mensch, ja, das mit die Autos noch hier. E-Autos und autonome Autos ohne Fahrer. Und soll ich so, hier, ne, Autos ohne Fahrer, das ist ja, Autos ohne Fahrer, das ist ja eine totale Furzidee ist das. Auto ohne Fahrer, so wie eine Brille, wo sich keiner draufsetzen will. Auto ohne Fahrer ist völlig sinnlos. Es muss ja einer da sein, der das Auto führt. Ne? Ach, bloß im Auto drinnen sitzen und zugucken, was das Auto machen tut, da wirst du ja wahnsinnig. Wissen Sie, so sogenanntes autonomes Auto, das ist ja ein voll digitalisiertes Auto. Also es ist ja im Prinzip ein Computer auf Rädern. Ne? Und das ist ja nun voll mit allen Vorschriften, die es irgendwo geben tut. Ne? Alle Paragraphen der Straßenverkehrsordnung sind da einprogrammiert. Auch alle Regeln von Höflichkeit und Nachsicht und so ist alles, hat der Computer, das Auto, ne? Hat das alles drin. Und also zum Beispiel dann eben, wenn das Auto dann fährt und es kommt eine 30er-Zone, ne, wo du eben bloß 30 km/h fahren darfst, da fährt das Auto eben auch bloß 30 km/h. Bäh. Oder, nee, oder auf der Autobahn, ne, auf der Autobahn. Wenn einer immer links fährt vor dir, ne, und rumbummelt. Ja, so ein Computerauto, ne, so ein autonomes, rechts überholen, nee. Nein, nein. So ein Computerauto fährt brav, vorschriftsgemäß, hinter dem blöden Mann her, ne? Und auch noch mit vorgeschriebenen Sicherheitsabstand, zeigt keinen Stinkefinger. Ne? Na gut, das könnte vielleicht der Autobesitzer dann übernehmen, Stinkefinger zeigen. Aber nee, so ein Computergestützte, du wirst verrückt. Ne? So ein Computer, also ein Auto an sich, hat das zu machen, was der Fahrer will. Ne? Und zum Beispiel, wenn ich eben von der Straße runter will, in den Wald weg, nein, dann hat das Auto das zu machen. Ja, wenn ich gerade mal pinkeln muss. So ein Auto muss ja nie pinkeln. Das fährt immer und... nee, das ist ein Quatsch. Oder... Ne, auch wenn es solche Autos zum Beispiel als Taxis... Na gut, kannst du denken, das ist praktisch. Aber wer hebt dir dann die Koffer in den Kofferraum? Wer holt den Koffer wieder raus? Wer kriegt das Trinkgeld? Ne? Wer unterhält sich mit dir während der Fahrt? Also es ist doch alles überhaupt noch nicht richtig alles bis zum Ende gedacht. Ne? Und gestern zum Beispiel, ne, da war ich in einem Kreisverkehr drin. Also ich war schon drin. Kommt einer seitlich hineingeschossen in den Kreisverkehr. Ne? Ich habe gebremst. Was macht in der Situation ein Computerauto? Das tut vielleicht genau ausrechnen, was ist jetzt günstig als Truff auf den, ne? Kaltverformungstest, ne? Die Versicherung zahlt, was ist am Ende günstiger? Oder bremsen? Tja, nee, das ist doch alles, das ist wieso nicht das. Und dann ist es ja auch noch so ein Computer, alle Computer, kannst du ja hacken. Ne? Es gibt ja so Hacker, ne? Ja, wie sie, zum Beispiel solche Hacker, die haben ja die amerikanische Wahl. Da haben die ja, wissen Sie, wo der Donald Trump gewonnen hat, ne? Da waren ja russische Hacker, die haben sich hineingehackt ins Internet, ne? In die Computer in Amerika und so hat der Trump gewonnen. Das könnte ja nur, oder, aber auch mit so einem Auto machen. Wenn sie, ja, und wenn da welche sind, die dich nicht leiten können, ne? Da hacken die sich in dein Auto hinein und dann macht das Auto das, was die wollen. Ja?
Und schlimmstenfalls fährst du gegen den Baum. Ja, also das, ja, wenn die, eine schöne neue Methode, jemanden um die Ecke zu bringen. Nicht mehr Bremsleitung durchschneiden oder eine Fernzündbombe. Nein, Hecken ins Auto und dann Rungs. Nee, wissen Sie, das Auto an sich, das ist ja auch, wollen wir sagen, grundsätzlich ist das Auto ja dazu da, deine Persönlichkeit zum Tragen zu bringen. Ja? Also deinen Charakter auf die Straße zu bringen. Du bist du und dein Auto, das seid ihr. Ja, das, du bist du und dein Auto, das ist so Auto ohne Fahrer. Das ist wie ein Pups ohne Duft. Nee, da kennen sie mich nicht. Nee, Auto. Nicht mit mir, nicht mit mir. Tschüss. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Ja, Herr Kästner, Sie suchen ja für den Stundenpaarlauf hier in Flöha auch noch Teilnehmer. Wie kann man denn zu Ihrem Verein Kontakt aufnehmen und wie muss man sich hier anmelden? Ja, Kontaktmöglichkeiten ist am einfachsten über die Internetseite flussberatentreffen.de. Das ist ja in dem Rahmen der Flussberaten ja mal wieder mit ins Leben gerufen worden, die Laufveranstaltung, und läuft dort halt eben auch über diese Seite. Ja, und kann man auch direkt mit dem Verein Kontakt aufnehmen? Man kann auch mit dem Verein Kontakt aufnehmen, also über die Internetseite des TSV 1848 Flöha gibt es in der Abteilung Leichtathletik die Kontaktmöglichkeiten und auch die Hinweise auf das Anmeldeformular. Ja, wir danken auf alle Fälle fürs Gespräch, Herr Kästner. Und wir verabschieden uns jetzt aus der Sendung mit einem Sportfrei. Sportfrei.